Das ist der Swiss Photo Day 2023. Herzlich willkommen zurück. Und jetzt ist die Zeit da für eines von unseren Highlights. Wir haben ganz viel ab vom Tag, aber heute jetzt ist die Zeit für die Musik. Das gehört dazu zum Swiss Photo Day. Wir haben immer auch einen Künstler bei uns. Und bei mir ist jetzt der Samurai Kuba. Herzlich willkommen. Schön, bist du da. Danke vielmals für die Einladung. Ja, sehr, sehr gerne. Und du kommst mit einer richtigen Premiere, oder? Wir hören zum ersten Mal deinen neuen Song. Ja. Wow, aber du machst schon sehr, sehr lange Musik, oder? Wann hast du angefangen? Mit 18? Mit 10. Wow. Ja. Mit 10? Mit Gitarre. Mhm. Mit 10 Jahren in Kuba habe ich angefangen. Okay. Also du bist in Kuba geboren und lebst jetzt in der Schweiz, aber in deinem Herz bist du Kuba treu geblieben, gell? Weißt du, da in der Schweiz, die Leute, die mich kennen, sie sehen mich wie halb Schweizer, halb Kubaner. Mhm. Und in Kuba, meine Familie, sie sagen, dass ich zu Schweizer bin. Zu Schweizer? Ja, genau, in Kuba. Aber deine Musik ist schon so ein bisschen... Ja, genau, es ist nicht meine Musik bringt jetzt, immer so diesen kubanischen Style. Du wirst jetzt nicht Schlagersänger. Weißt du? Das ist ein Schlager. Was ist das überhaupt? Also du hast mit 10 hast du irgendwann deinen Eltern gesagt, hey, ich möchte Gitarre spielen, ich möchte Gitarre Nein, das war meine Mami. Ja. Meine Mami arbeitet mit Musikern, seit ich, also als ich 5 Jahre war, sie hat mit Musikern angefangen zu arbeiten. Und nachher diese, so viele Personen neben mir sind immer Musiker gewesen. Und am Schluss habe ich mich entschieden für die Musik, weil die Kollegen von meiner Mami haben gesagt, schau mal, wie ist der Rhythmus von ihm? Haben mir ein paar Tests gemacht und haben gesagt, bitte sofort in die Musikschule bringen. Und okay, also mit 10 hast du angefangen, du hast Interesse gehabt. Ja, aber du hast offensichtlich auch Talent. Deine Karriere ist dann losgegangen mit 18 als Rapper in Kuba. Und du hast ja gerade schon einen Wettbewerb gewonnen mit eigentlich deinem ersten Song. An einem Festival in Havanna. Danach bist du in die Schweiz gekommen. 2009, hast, Ja, und danach in der Schweiz hast du auch gerade wieder gewonnen. 2018 hast du in Lausanne einen Preis abgeräumt. Genau. Unterdessen kommt das Jahr dein vierte Album raus. Ja, genau. Und ja, wie genau. hat sich deine Musik so über die Jahre entwickelt? Ich glaube, meine Musik entwickelt sich immer noch. Habe ich angefangen mit Rap. Immer Rap mit traditionellischer kubanischer Musik, nachher mit dem Reggaeton, nachher die Reggaeton-Pop und jetzt Pop. Mit neue CD ist mehr Hip-Hop, Soul, R&B und Bohemian. Oh my God, diese Musik, die ich seit, weiß nicht, als Kind immer die Heid gelesen habe. Und das ist etwas, was ich schon lange habe, wollte das machen. Ja, du gehst wie zurück zu deinen Wurzeln, zu der Musik, die du als Kind gelesen hast. Back to the roots, ja, genau. Aber wenn du dir jetzt würdest vorstellen, wieder, wenn du dich zurückversetzt als 10-Jähriger oder vielleicht als 12-Jähriger, wo du angefangen hast, Musik zu machen, vor deine Karriere losgegangen ist. Ich meine, du bist als Best Urban Latin Artist in der Schweiz, bist du ausgezeichnet worden. Hättest du dir das jemals gedacht, dass es möglich ist? Weißt du, gibt es Personen jetzt, die sagen, hast du einmal überlegt, deinen Namen ändern, weil jetzt deine Musik ist nicht mehr so wie vorher? Wirklich? Ja, genau. Nein. Das Angel Jury, genau so heißt meine neue CD, oder? Angel Jury. Versuch mal, als diese Künstlerin Namen habe ich gesagt, nein, ich bleibe mit dem Samurai, weil ich glaube, als Künstler kannst du diese R&B, Hip-Hop machen, kannst auch Rap machen mit traditioneller Musik, hast du immer so... viel Style kannst du einfach das machen. Ich will nicht, dass die Leute sich fokussieren auf, du machst nur das und fertig. Aber ist das nicht ein bisschen ein Phänomen, gerade bei Künstlern, die doch eigentlich einfach ihr eigenes Herz an der Welt rausbringen und ihre Kunst, dass jeder kommt und irgendeinen Vorschlag hat. Da den Namen, das Album so anlegen, so machen. Es ist wirklich krass, sehr schwierig. Ja, es ist wirklich sehr schwierig, weil gibt es einen Moment, dass kommen viele Meinungen und du musst wirklich überzeugt sie, weil gibt es einen Moment, dass du spürst, bin ich richtig oder nicht? Ja. Oder? Weil dir sagt etwas, dir sagt der andere und dann du bleibst, nein, ich,
ich bin richtig hier, ich mache das richtig. Ich rede mit den Leuten, die neben mir rundum sind, die kennen mich seit schon lang, kennen meine Musik. Ja. Sage, okay, ich bin überzeugt, ich bleibe in dieser Richtung, ist am besten. Du musst ja bei dir bleiben, sonst verlierst du deine Essenz als Künstler. Aber gerade bei den Künstlern kommen immer so viele Leute, die irgendwie etwas anderes wollen, so ein bisschen verändern und feintunen. Aber es hilft ja nicht wirklich. Du lebst jetzt in der Schweiz, wie geht es dir eigentlich bei diesem Novemberwetter und so? Wie ist das, wenn man mit dem Wetter? Und und in die nasse, kalte Schweiz kommt? Ganz ehrlich. Ja, kannst ehrlich sein. In Kuba mit 30 Grad, ich kann nicht weiterleben. Okay. Ja. Ich fühle mich gut mit, das klingt wirklich ein bisschen krass, aber mit 10 Grad bis 18. Das ist meine Temperatur. Ah, wirklich? Ja, ganz ehrlich. Also du bist eigentlich wirklich, wie deine Mami sagt, eigentlich... Die Leute, die mich kennen, wissen das mit 12 Grad, 15 Grad, ich laufe nur mit T-Shirt. Ja. Kein Pulli oder so. Das ist ein guter Stoff. Also. Ja. Oder einfach das kubanische Flair. Du und bringst das einfach wenn ich so lande in Kuba, sofort habe ich Asthma, die Feuchtigkeit. Seit ich in der Schweiz lebe, seit 2009, habe ich kein Asthma da in der Schweiz bekommen. Ja, perfekt. Die Feuchtigkeit ist nicht so stark wie in Kuba, in der Karibik, im Tropik, oder? Also du bist in Kuba geboren, fürs Wetter in die Schweiz kommen. Ja, genau. Und jetzt wirst du ich fühle mich Schweizer im Herz. Das ist wunderschön. Ja, ein Teil ist von Kuba und ein Teil ist von Schweiz. Und es ist auch mega schön, dass du den Weg da gemacht hast, heute an Swiss Photo Day und heute die Premiere erzählen. Also, du wirst uns deinen neuesten Song präsentieren. Und ich kann, also Ojos Oscuros, Ojos dunkle Oscuros. Augen. Dunkle Augen, wie wir beide haben. Wunderschön. Erzähl ein bisschen, was hat dich zu diesem Song inspiriert? Dieser Song hat mich inspiriert. Also das ist diese Soul, Motown Sound, diese Sound von, sagen wir, von Michael Jackson, Casey and the Sunshine Band, Cool and the Gang. So, das hat mich inspiriert. Das ist die Musik, die, wenn meine Mutter ist, weiß nicht, an Bügel, an Putzen oder so, immer diese Musik hat gelöst und ich bin am Sitzen gewesen und habe immer gehört, oh wow, das klingt cool. Das habe ich komme jetzt, packst du rückt. Ich bin ganz gespannt. Ich glaube, wir sind alle ganz gespannt. Es gibt einen kleinen Spot und nachher hören wir die Premiere von Samuel Kubas im neuen Song live bei uns, da exklusiv am Swiss Photo Day. Unbedingt dranbleiben.